Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Sunshine. Ja, im letzten Part haben wir ein wenig die Stadt gesäubert, mal so richtig. Jetzt erstrahlt alles in neuen Glanz, so wunderschön. Und ich habe mir überlegt, wir könnten ja mal in diesem Part die allererste Welt fertigstellen. Fast fertigstellen, der See und seine roten Mütze. Wunderbar. Ja, was meine ich mit fast fertigstellen? Es gibt noch in dieser Hügelhöhlen-Mission noch ein Insignie zu ergattern, indem man dort irgendwie rote Münzen sammelt und so weiter, aber darauf habe ich momentan wirklich keinen Bock. Ich denke mal, eine rote Münze-Mission in einem Part passt schon. So, wir müssen wieder hier rote Münzen sammeln, aber diesmal auf der anderen Seite dieser Welt. Nicht hier in dem Dorf. Nein, nein, da ist schon, da haben wir schon das Geld der Leute mitgehen lassen. Das funktioniert schon so. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, dass wo hier was ist. Beschmutzter Typ. Okay, so kannst du auch machen. Das ist schön. So. Hallo, Brillenträger. Cool, du hast mich gerettet, vielen Dank. Ja, yeah, blaue Münze. Das sieht cool aus, wie ich so halb über dem Boden schwebe. Na gut, was heißt halb über dem Boden schweben? Ich schwebe halt über dem Boden, ne? Halbe Sachen mache ich hier nicht. So. Ja, du läufst hier jetzt für den Rest deines Lebens. Finde ich sehr gut, dass du sowas machst. Oh Gott. So, okay. Joa, würde mich mal interessieren, was der so den Rest seines Lebens macht oder wie er überhaupt dort wieder wegkommt. Und das wäre jetzt sehr, sehr klug gewesen. Oh yeah. So, dann machen wir es halt so. Mal gucken, ob ich das diesmal schaffe hier. Ja, das schaffe ich ganz gut. Oh, genau auf den Kopf. Ah ja. Ein Glück, dass es durch ihn durchging. Aua. Beziehungsweise für ihn, aua. So. Und da haben wir auch diese Turbodüse. Das finde ich sehr nice. Jetzt müsste jede erdenkliche Düse freigeschaltet sein. Aber naja, gut. So, jetzt haben wir ein paar blaue Münzen gesammelt. Jetzt möchte ich gerne hier die roten haben. Du bleibst weg. Ach ja, die 100 Münzen gibt es ja auch noch. Heilige Scheiße. Na gut, das kann man irgendwann noch machen. Aber nicht jetzt. Nein, nein, nein. Habe ich überhaupt die richtige Mission ausgewählt? Und wie kommt sie so vor, als gibt es hier gar keine? Wirklich gar keine roten Münzen. Aber irgendwie werden wir das schon noch hinkriegen. So, du bleibst mal hier weg. Turbodüse, beziehungsweise Raketendüse. Die Düse brauchen wir auf jeden Fall. Habe ich die jetzt? Nee. Warum ist sie da unten? Egal, holen wir sie uns doch einfach. Ja, sicher nun weiter. Warum auch immer die da jetzt nach unten geglitscht ist, ich toleriere das einfach mal, auch wenn ich das am liebsten nicht tolerieren würde. Und, ja, schade. Nee, ich möchte... Die geht tatsächlich einfach durch. Gibt's ja nicht. So, damit haben wir die erste. Ist doch schon mal schön. So, denn im Wasser gibt's noch eine. Gut, aber das kann man ja dann irgendwann noch machen. So, ganz vorsichtig drauf. Dankeschön. Ja, langsam tasten wir uns vor. Eigentlich ist diese Mission ganz gemütlich. Allerdings, wenn man sich da oben mal dieses Gebilde dort anschaut, dann ist das schon nicht einfach, was uns dort erwartet. Gehen wir jetzt da hinten hin? Ja, komm, wir können's. Hallo, Münzen. Darf ich mich zu euch gesellen? Oh Gott, bitte richtig landen? Okay, nö, wozu? Aua. What the fuck? Das geht ab. Mario, du hättest ruhig mal auftauchen können. Warum auch immer er nicht mehr aus dem Wasser springen kann. Geht doch. Ah, schön. What the fuck? Bleib mir bloß vom Leib. Ich will nicht wieder so hochfliegen. So. Sicher landen. Mensch, Punkt landen. Oh Gott. Okay, das war dann doch nicht so bequem, wie ich dachte. Na, komm schon. Es wäre cool gewesen, auf ihn drauf zu landen. So, ich bin der Meinung, hintenrum gibt es auch noch eine Münze, zumindest eine blaue Münze. Jetzt ist der See wenigstens so schön sauber und nicht mehr so befleckt.
und dreckig und es hat nicht mehr, es zieht einem nicht mehr so viel Leben ab. Und da unten gibt es tatsächlich eine blaue Münze. Das Schöne ist, dass einem die Viecher hier unten nichts können. So, fortfahren, jetzt müssen wir das nicht unbedingt speichern. So, okay, hier ist sonst anscheinend gar nichts weiter. Vielleicht hinter der Säule noch. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass es nicht so ist. Hm, wie simpel hier eigentlich das Design war. Oder ist. Finde ich sehr interessant. So wenig Details hier. Aber solange das Wasser schön ist, bin ich glücklich. So, ansonsten müsste das eigentlich alles sein, was man hier im Wasser finden kann. Jo, das ist tatsächlich alles. Jetzt weiß ich aber nicht, ob was in den Bäumen noch versteckt ist. Irgendwie, obwohl 4 Münzen, das ist schon ordentlich. Wo haben wir die denn alle her? Mir fallen 3 an. Wo ist die 4.? Also woher habe ich die 4.? Hm, egal. So, gehen wir mal hier hoch. So, Mensch, das war doch Punktlandung mal wieder. Wir können einfach nur Punkte landen hier. Kamera, hör auf dich so doof zu drehen. Du kannst dich klug drehen, aber nicht doof. So, rote Münze, komm her. Danke. So, die 5. 4 ist das ja nicht. Bäh. Oh Gott. Das war schon ein bisschen knapp. Das Problem ist, man kann sich nicht so einfach. Bäh. Diese komische Dingsbumsdüse schnappen. Diese. Na, jetzt hau schon den Namen raus. Die Schwebedüse, die kann man sich nicht einfach so nehmen, weil sie sonst Dinge mit einem macht. Okay, das hat irgendwie getroffen. Das freut mich. Nein, man könnte die Schwebedüse machen, das würde das Ganze hier sicherer machen. Allerdings ist das Problem, dass wir an gewisse Orte nicht rankommen. Dankeschön. So, brauchten wir nicht irgendwie. Ich bin der Meinung, dass wir diese Wolke irgendwie noch brauchten. Aber anscheinend ja nicht. Man kann die Wolke aufpusten. Also hier füllen. Und dann wird so schön groß und glücklich und alles toll. Aber was bringt es einem? Irgendwie nichts, ne? Naja, gut. Dann ignorieren wir das einfach mal. Ja, okay. Gib mir Schaden. Ich bin glücklich damit. Weil ich würde gerne nach vorne gucken ein bisschen. Ich möchte ja sehen, was hier auf mich zukommt. Problem ist bloß, ich sehe eine Münze. Wo ist Nummer 2? What the fuck? Das war so knapp. Okay, das war auch nicht von schlechten Eltern hier. So, hier 7. Fuck, wo ist die 8 hinten? Oh Gott. Problem ist auch, die sieht man nicht so einfach. Also, wir können sie ja mal hier ein bisschen umschauen. Ich sehe nichts Rotes, außer diese komischen Elektrodinger. Aber von denen möchte ich jetzt hier absolut nichts wissen. Da oben ist ja auch bekanntlich nichts. Ich bin auch der Meinung, da hinten. Interessant, war ich da nicht? What the fuck? Okay. Ja. Interessant, gehen wir einfach nochmal dahin. Ich glaube, das tut keinem weh. Und wenn, dann, ja. Ich hafte für nichts. So. Okay, gerade noch so. Das hat gut funktioniert. Wie konnte ich das übersehen? Wahrscheinlich, weil ich einfach bloß hier weg wollte. Und da hampert und da landet die Insignie. Oh, das ging jetzt aber schnell. Die wollte aber schnell landen hier. Hat wohl ein bisschen Angst gehabt. Oh Gott, ich sehe nichts. Aua. Ja, danke schön. Egal. Und reicht das? Nee, okay. Das war ein kläglicher Versuch. So, dann gehen wir einfach mal ganz normal hoch. Ein letztes Mal können wir diesen Pfad hier entlang laufen. Mit der Erinnerung im Hinterkopf. Wie doch der erste Part begann. Was, der zweite? Ich weiß nicht. Ist da der Typ schwebt. Schwebt, genau. Er schwebt da hinten. Nein, der hängt dort hin rum.
und denkt sich, wie schön das doch alles ist. Gibt's hier eigentlich hinten irgendwas? Nö. Da kann man wieder runterrutschen, aber mehr ist es auch nicht. Alles klar, Herr Kommissar, dann ist das wohl so. Hm. Ach, wir brauchen die Schwebedüse, um weiterzukommen. Wir können uns natürlich auch hochschummeln, aber ich möchte es ja auf ehrlichem Wege machen. So, jetzt sind doch diese komischen Tentakel nicht mehr da. Naja, nicht Tentakel, aber diese... Ach, wie nennt man diese Dinger denn? Die Pflanzenteile. Ah, wie schön ist es, nicht auf diesen Namen zu kommen. So, wir können es doch auch so hochschummeln, oder? Ja, hier, so. Eigentlich war die Mission ganz angenehm. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm war. Ich hatte es irgendwie total grauenvoll in Erinnerung gehabt. Weil ich gerade so, weil ich das so bequem gelöst habe gerade, würde ich das gerne nochmal machen, beziehungsweise die zweite Münzmission machen, von der ich erzählt habe. Und die 100 Münzmission, das kann man ja irgendwann mal machen. Wenn ich dann wirklich Lust dazu habe. Aber irgendwie habe ich da gerade keine Lust dazu. Rot reicht mir, ich muss nicht auch noch gelb sehen. Na gut, gelb sehe ich automatisch, aber nicht in meiner Tasche. Nicht in meiner Tasche. Macht das irgendwas aus, waren jetzt irgendwas hier auswählt? Na gut, jetzt ist denn das Wasser, glaube ich, wieder schmutzig oder irgendwas. Man kann ja dadurch in gewissermaßen der Zeit rumreisen, oder? Lan sagt, ja, ich möchte gerne wieder hier die Mutant-Piranha-Mission haben, dann geht man ja in der Zeit damit zurück. Wieder an den Punkt, wo das, wo dann das Ereignis stattgefunden hat. Aua. Nee, nicht Aua. Aua gibt's bei mir hier nicht. So. Hallo Typ. Schön, dass du rumtypst hier. Oh Gott. Dass ich mir hier zutraue. Na gut, das sind ja hier noch keine Höhen. Hier geht's ja noch um nichts. Man landet weich im Wasser. Als würde man in sein Bettchen fallen am späten Abend. Ja, ja. So, und schon sind wir auch hier. Schön. Ob das jetzt was ausmacht? Naja, anscheinend nicht. Jo, jetzt können wir hier die rote Münzmission machen, die schon mal gut losgeht hier. Oh Gott. Hallo. Wie geht's denn euch? So. So. Dann hier noch hin. Hier noch hin. What the fuck? Ja, genau. Flieg noch runter, Mario. Während alles gut läuft, musst du noch sterben hier, oder was? Na gut. Das müsste aber zeitlich gehen. Ne, das ist es mir nicht wert gerade. So, jetzt hier rüber bitte. Und. Ja, noch 12 Sekunden, 11 Sekunden. Ich weiß nicht, ob die Zeit weitergeht, nachdem man alles gesammelt hat. Aber es sieht nicht so aus. Aber ihr seht, so ist es viel einfacher mit dieser Schwebedüse. Boah, 9 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, genau 9 Sekunden, aber da ist ja noch eine 60 im Weg. Ach, scheiß 60. Hm, na gut. So, das Leben will ich mir jetzt nicht holen. Ich will es mich versauen. Nur um Leben zu bekommen. Aber okay, das hätten wir jetzt auch geschafft. Mensch, das läuft wie geschmolzene Butter, muss man mal so sagen. Na, so wie in der Pfanne heiß gemacht. Und da läuft's ja richtig. Ah ja. Genau wie hier. Jojo. So, was kann man denn jetzt machen? Wir könnten natürlich in die Zeit. Könnten aber auch zu Parco Fortuna gehen. Ja, warum nicht? Meine Güte, wir können's doch. So, und dann könnten wir noch zum Ende hin, zum krönenden Abschluss, ein paar blaue Münzen wieder einzahlen. Weil wir es können. Ja, einfach, weil wir es können. Was hast du eigentlich zu sagen? Du stehst hier nur und wackelst mit deiner übernatürlichen Hand. Möchtest du zu dieser Insel? In Ordnung, spring rein. Pass auf, deine Ohren auf. Nö. Meine Ohren lasse ich hier. So, und weg mit dir. Du bist in dieser Stadt nicht mehr willkommen. Du bist rausgeschossen.
Oh Mann, der arme Mario hat schon nicht leicht. Das ist jetzt die 6. Mission. Interessant. Das Yoshi-Karussell. Genau wie ich es mir dachte. Das ist ziemlich cool, die Mission eigentlich. So ein kleines Rätsel. Jo, da müssen wir nämlich... Okay, die Animation hier ist immer gleich. Bis auf, wenn so ein Riesenrad aufkreuzt. So, mir lässt es aber mit den Typen da hinten keine Ruhe. Das muss doch irgendwas bedeuten mit diesem... Oh, so heiß, kühl mal ab hier. What the fuck? Jo. Genau das wollte ich eben verhindern. Ja, wenn man seine Mütze verliert, dann verliert man auch automatisch nach und nach Leben. Und ich komme hier schon wieder nicht drauf, das ist ja Wahnsinn. Falls du den Vergnügungspark suchst, musst du da lang. Der Eingang ist dort drüben, am anderen Ende des Strandes. Ja. Okay, ja, ihm ist immer noch heiß, aber er sagt dazu nichts. Eigentlich irgendwie... Irgendwie haben die doch... Hallo? Haben die nicht irgendwie mal was gegeben? Ach so. Kam einfach bloß Münzen, das ist schön. Oh. Hallo? Fühlen sich die Sonnenstrahlen nicht wundervoll an? Ja, tatsächlich. Gut, okay, dann gehen wir doch einfach mal dort rein. Verschwinden wir keine weitere Zeit. Sonst wird der Part wieder zu lang. Dann dauert so lange mit dem Rendern und Hochladen und... Es dauert alles viel zu lange im Leben. Das ist nicht schön. Okay, was erwartet uns denn? Natürlich das... jetzt. Ich klicke mal die Animation weg, weil mir langweilig ist und dann... Ja, passieren halt so eine schlimme Dinge. Wo Millionen Menschen von sterben. Nicht. So. Wir können ja erstmal hier... Oh Gott. Da habe ich mich ein bisschen blöd positioniert gerade. Okay, das ging echt noch gut. Das finde ich super. Ich überlege gerade, kann man sich sinnvoll positionieren? Natürlich könnte man es da machen. Ist ja auch nochmal was. Was zur Hölle? So, mal gucken, ob das hier funktioniert. Es funktioniert tatsächlich, das finde ich gut. Das war schon wieder so knapp. So, hallo blaue Münze. Wie geht's denn so? Erinnerst du dich noch an mich? Nee, ich hoffe nicht. Das wird mir ein bisschen Angst machen. So, okay. Was wollten wir noch gerade machen? Genau, wir wollten uns nach Yoshi erkundigen. Der ist nämlich hier. Er verlangt nach... Aua. Der verlangt nach dem hier, was wir schon haben. Jetzt ist aber die Frage... Wir brauchen eine bestimmte Farbe. Wir brauchen eine ganz bestimmte Farbe von Yoshi. Entweder orange oder pink. Ich weiß aber nicht mehr, welche Farbe es war. Es fehlt nämlich ein Yoshi. Und es war sogar der richtige. Cool. So, und jetzt wird uns natürlich die Düse wieder weggenommen. Ich verstehe bis heute nicht, was das mit dieser Animation auf sich hat. Aber okay, lassen wir es so. Ja, ihr müsst nicht sehen, wie das hier aussieht. Das erfahrt ihr schon früh genug, wie ich hier leiden muss. So, ich kann natürlich ein bisschen nageln. Mache ich aber nicht. So. Hier auf dieses komische viereckige Ei rauf. Warum auch immer es viereckig und eiig ist. Es hat seine Gründe, aber fragt bitte nicht. Dankeschön. So. Ja, das ist ja eigentlich eine sehr interessante Welt. Und wenn man auch ein bisschen sich konzentriert, dann ist sie auch gar nicht so schwer. Aber ja, jeder falsche Schritt bedeutet Weltuntergang. Und deswegen, ja, gut aufpassen hier. Ja gut, Weltuntergang. Weltuntergang für Mario hier. Das Traurige ist, dass man keinen Weitsprung machen kann, sondern nur Hechsprung. Das finde ich bis heute sehr schade. Und Super Mario Sunshine. Nicht so weit hinaus. Gut, das war zwar noch nicht knapp, aber trotzdem.
So, hier die Dings-Mission wird spannend. Die, danke. Die roten Münzen hier zu bekommen, das kann schon sehr interessant werden. Aber ich bleib mal Optimist und sage, ja, wird schon einfach. So, wir warten mal noch. Okay, das hätte ja funktionieren können, meine Güte. Ah, naja, gut. Ich habe diese Stelle eigentlich einfach in Erinnerung gehabt. Wahrscheinlich habe ich da auch noch nachgedacht. So eine simplen Sachen mache ich heutzutage nicht mehr. So, warum nicht gleich so? Ich finde es auch interessant, wie sich die Farbe ändert. So werden die Blöcke strahlend gelb und so sind sie normal. Naja, gut. Okay, das war's aber schon wieder mit dem Part. Das mit den blauen Münzen machen wir im nächsten Part. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.